Alter, Bogen, beste Waffe der Welt. Ja, kommt ganz drauf an, auf die Situation, finde ich. Ich habe den Bogen, ich konnte ja nur eine Runde spielen, habe ein paar richtig geile Header damit gelandet, aber in jeder Situation würde ich das nicht spielen. Finn, Luca, wie geht's dir? Alles Fiddy im Schwiddy. Und wer da auch immer ein Dunkelblau schreibt, Lenam. Grüß dich auch, Lenam. So, jetzt geht's hier los. Jetzt geht's hier los, Freunde. Eine Runde Apex Season 9. Arena testen wir definitiv gleich auch an. Ach Gott, fick dich doch, Mann. Ich will doch keine scheiß Havoc spielen. Dass sie die Waffe nicht mal irgendwie buffen wieder. Ich finde, Havoc ist echt überflüssig geworden. Kannst du bitte eine Vorhersage starten? Nö, kann ich nicht. Musst du warten, bis ein Mod anwesend ist oder mich zwischen den Runden fragen. Aber während den Games starte ich keine Vorhersage. Habe ich keine Zeit für. Wie soll ich das denn machen? Wie stellst du dir vor, wie ich jetzt die Vorhersage starte? Wie soll das funktionieren? Wo gehen wir denn hin? Ich gehe mal unten rein. Ist bestimmt noch ordentlich Loot. Guck mal, da ist die Jenny. Da ist die Jenny. Das ist es halt. Die Leute sagen immer Vorhersage. Aber was denn für eine Vorhersage? Was wollt ihr? Mann, Leute, wo habe ich meine ganze Energy gerade gedroppt? Weiß das noch jemand? Fuck, ich hatte so viel Energy Money. Da oben war schon wahrscheinlich, ne? Komm ich da hoch? Wo ist meine ganze Energy? Jawoll. Jawoll. Volt, Eva 8. Komm, ich scheiße auf den Loot da unten. Ich scheiße auf den Loot. Gestern der Stream war richtig nice. Das ist so witzig für den Luca, weil gestern einfach nichts passiert ist im Stream. Einfach nur Musik gehört und im Loading-Screen gehangen. Das war mein erfolgreichster Stream ever. Also Zuschauerrekord auf jeden Fall. Wir hatten auf dem Peak hatten wir 211 Zuschauer. Es war einfach nur sick, Freunde. Es war richtig sick. 211 Zuschauer. Boah, hatte ich noch nie. Obwohl, wir kamen einfach nicht ins Spiel rein. Aber, Alter, richtig Party, ne? Ganzes Affenhaus, Alter, chillt hier. Bisschen Mucke hören und warten, dass man ins Game reinkommt. Und sich selbst hypen, so. Fand ich geil. Hat richtig Spaß gemacht, Freunde. Hat richtig Spaß gemacht. Ob T-Bro einen Kill schafft, war doch eine gute Frage. Ey, Alter, hör auf, mich hier zu dissen, Shadow. Ob ich einen Kill schaffe, hör mal. Hör mal, Jung. Ah, ich hätte mir das Mac craften sollen. Aber guck mal, ich sammle das Ding hier ein. Und dann müsste das Magazin noch drin sein, oder? Let's go, let's go. Ich craft den ganzen Tag. Triple Take ist eine rote Waffe, das weiß ich doch. Patch Notes habe ich tatsächlich nicht gelesen, aber es mit der Triple Take habe ich mitgekriegt. Aber die Stimmung war gestern richtig nice, war echt so, ne? Also total kranke Stimmung gestern. Richtig Bock gemacht. Richtig Bock gemacht. So, jetzt machen wir ein bisschen Warm-up und ich hoffe, ich kann gleich ein bisschen Valkyrie spielen. T-Bro, seit gestern läuft es. 90 Leute dabei. Ehre, Alter. Yuki. Yo, Mosam ist richtig nice. Nein, Quatsch, Yuki. Haben die was an der Mosambik geändert? Ich war eh schon immer. Alle haben die Mosambik gehasst. Ich habe die Mosambik gern gespielt. Ich fand die Mosambik besser als den Repeater. Wenn die jetzt auch noch gebufft wurde, Alter. Richtig nice. Gucke ich mir sehr, 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 sehr gerne an. Alter, warum wackelt denn die Zipline so? Was ist denn das? Klar, bei Gibby, der hat ein paar Kilo mehr auf den Rippen. Kann ich verstehen, wenn die Zipline wackelt. Aber Bangalore. Sven, Alter, wie geht's dir? Ja, war ja auch cooler Content gestern. Das ist so witzig. Ich hatte schon mal, ich glaube, mein zweiterfolgreichster Stream, den ich hatte, war, als ich am nächsten Tag krank war und den Stream absagen musste. Und ich saß hier irgendwie, hatte richtig Fieber schon. Ich konnte mich gar nicht mehr erinnern, was im Stream war. Aber war richtig, Alter, beste Stimmung. Ich glaube, ich muss einfach aufhören, mir Mühe zu geben mit dem Stream. Ich glaube, ich muss hier einfach nur sitzen und so ein bisschen rumdudeln und quatschen. Das reicht schon. Mehr wollen die Leute nicht sehen. Danke, Chemtrix, für den Follow, mein Lieber. Vielen, vielen Dank und herzlich willkommen im besten Stream auf Twitch. Ja, ja. Ja, ja, ja. Mosam mit Hammer, mega geil. Werde ich auf jeden Fall zocken. Du gibst dir Mühe. Hör mal, Carsten. Ich mache hier volles Entertainment für meine Zuschauer. Volles Entertainment. Bam, bam, badam. Jetzt habe ich den Ohrwurm von diesem Lied, Alter. Was ich im Intro laufen habe, das ist so ein Mix, den habe ich wieder neu entdeckt. Das war hier in Köln im A-Theater, ein Club, wo ich immer gern feiern gegangen bin. Halo Beats Köln war das, glaube ich. Und das war so ein DJ-Set, das war so geil. Habe ich mir am nächsten Tag runtergeladen, das Set. Und ewig lang nicht mehr gehört, bis ich einen... Alter, da sind Gegner. Da. Das ist eine Valkyrie. Du spinnst ja wohl. Alter, von wo denn überall? Ich will den Typen chasen.
Wo bist du, du Schweinebacker? Mit deinem blöden Purple Shield. Noch eine Bat. Jawohl, nehme ich. Ich habe auch meinen Penner Body Shield, weißt du? Das war auf jeden Fall ein DJ-Set. Und ich habe einen Song aus diesem Set gesucht. Weil ich übelsten Ohrwurm davon hatte. Junge, was ist denn hier los? Weil ich übelsten Ohrwurm davon hatte. Ich muss den mal finishen. Ich brauche das Body Shield von dem. Übelsten Ohrwurm gehabt hatte und ich wusste nicht, wie der Song heißt. Dann habe ich ewig gesucht, bis ich dieses Set wiedergefunden habe. Und da war unter anderem dieses Intro auch drin und so. Mega geil, Alter. Feier ich richtig. Demon Daughter, wie geht's dir? Bonobo, Bizeps, Furz, was geht bei dir, Alter? Let's go, amigos. Wo ist denn der Rest vom Fest? Wo sind die Stinkebirnen? Da! Ich komme, Junge, ich komme mit der Mastiff. Ich komme so mit der Mastiff in deinen Arsch rein. So, Alter! Ich treffe auch nix hier im Warm-Up, weißt du? Nix. 0,0. Echt schwach. Echt schwach. Aber ja, deswegen ist es auch ein Warm-Up, würde ich sagen, ne? Weil man sich erstmal ein bisschen einaimen muss. Was? Oh, komm, zwei Goldene? Wollte ich nicht. Ich wollte ja, na, egal, scheiß drauf. Scheiß drauf. Ist das Body Shield besser als das, was ich vorher hatte? Ja, ist es tatsächlich. Wo ist Atomsi? Das ist eine gute Frage. Ich nehme an, der liebe Atomsi ist noch arbeiten. Der muss auch irgendwie seine Kröten verdienen, hier um Sounds zu kaufen. Der schiebt schon extra Schicht, der Atomsi. Extra Schicht, um hier Sounds abzuspielen. Simbo, lol. Yay, kann jetzt auch endlich das erste Mal Apex Season 9 zocken. Nice. Felix, der kommt noch, keine Sorge. Ich bin sicher, der Atomsi kommt noch. Ich habe mit Atomsi vorhin auch noch gequatscht. Ich glaube, der war noch auf der Arbeit tatsächlich. Ich bin sicher, der wird hier irgendwann noch eintrudeln. Ich meine, was wäre hier ein Stream ohne Atomsi? Unvorstellbar. Aber langsam, Freunde, wird hier, Alter, guck mal, ich habe mich richtig gefreut, dass Carsten auch mal wieder dabei ist, Yuki ist mal wieder dabei. Das ist richtig, das ist der Flavor, den ich hier brauche für den Stream. Als was arbeitest du? Als Stripper? Das ist doch bekannt. Das ist bekannt. Ich bin professioneller Stripper. Bam, 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 say what? Ah, da ist ein Care Pack. Guck mal, vielleicht kriegen wir sogar eine Triple Tag daraus, oder? Sollen wir mal gucken? Ich brauche auch, glaube ich, ein bisschen Energy Ammo, ne? Ich habe nicht so viel. Aber ich bin erstmal scharf auf das Care Pack. Oh, da kommt die Vorhersage. Nice. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Viper, was geht? Carsten, die alte Wande kommt zurück. Ist so. Dann kann ich ja jetzt Spacko wieder als Moderator einstellen. Da freuen sich doch alle. Alter, alles Gold. Alles Gold. Maschala. Carsten, seit wann hast du Instagram eigentlich? Ich war ganz überrascht. Carsten plötzlich auf Instagram mit so Modelfotos. Mit so richtigen Modelfotos, der Junge. Playboy, Mayboy, Maschala. Richtig geil. Tim, hi, ist es bei dir auch so, dass du keine Freunde in einer Lobby einladen kannst? Ich habe keine Ahnung, Tim, das ist meine erste Runde. Es ist quasi auch Season 9 meine erste Runde, weil als ich gestern gespielt habe, ging ja nichts. Deswegen kann ich dir überhaupt keine Auskunft geben, wie das ist mit Freunde einladen. Kann ich aber gleich mal gucken. Ich werde bestimmt mit den Boys heute auch ein bisschen spielen. Ba 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 da. Say what? Was sind denn hier für Sounds? Alter, der hat den ganzen Squad alleine. Guck dir das an, Alter. Der hat mit der Wingman einen kompletten Squad gerade wegrasiert, der Junge. Was ist denn da los? Noch nicht so lange. Was für Modelfotos. Da! Junge, was ist denn da los? Lasst mich in Ruhe. Alter. Ich heb mich hier selber auf. Ich heb mich hier selber auf. Wo kam der Squad denn her? Das gibt's doch nicht. Oh Gott. Ah! Ich habe ja einen goldenen Rucksack. Easy. Als ob du als Stripper arbeitest. Ja, sicher. Klar. Bam, bam, badam. Im gleichen Club wie Sven, ist so. Ich und Sven, wir sind so ein Stripper-Duo. Ich hab goldene Optics, du Striche! Das hat wehgetan. Autsch. Mm.
Na, tut dir die Vagina noch weh, mein Freund? Wann wird ausgelost? Muss kaufen. Was musst du kaufen? Ausgelost wird total random, wenn ich Lust habe. Um sicherzustellen, dass die Leute auch den Stream gucken und nicht nur kommen, um am Gewinnspiel teilzunehmen. Ein Battle Pass. Kann in 5 Minuten sein, kann zum Ende des Streams sein. Müsst ihr euch überraschen lassen, Freunde. Alter, ich brauche Energy. Ich brauche Energie-Munition. Da ist ja noch eine Deathbox. Mit einem roten, weißt du, keiner sagt was. Keiner pinkt was, keiner sagt was. Alter, wie viele Batterien habe ich denn jetzt? Aber keine Ammo. Große Enttäuschung. Aber läuft ganz gut hier für die Warm-Up-Runde, ne? Lass uns mal weiterziehen irgendwie. Ach, guck mal hier. Wenn man vom Teufel spricht. Ein Doppel-Holo! Ehre. Das habe ich gesucht. Bam, 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 bam. Bam, bam. Was hat der denn da markiert? Wo gehen die denn lang? Okay, ich komme. Ich würde ja gerne mal mit der Ultimate fliegen von der Valkyrie. Heißt die eigentlich Valkyrie oder Valkyrie? Ich glaube Valkyrie. Habe ich nicht mitbekommen, die Ulti. Ja, toll. Ja, toll! Aber mein... Da! Stricher, Boy! Du kriegst schon... Alter, ich treffe ihn nicht! Der kommt angeflogen, der Strolch. Guck, wie er angeflogen kommt. Hammer. Wo denn? Ich gehe da aufs Dach hoch. Ist mir wurscht. Ist mir wurscht. Ich gehe da hoch. Wo ist der denn hingeflogen, der feige Sack? Ist der da drin? Nö, aber Energy. Alter, der ist echt abgehauen. Wo? Wo denn? Da oben? Ach Gott, Junge. Nerv doch nicht. Nerv mich doch nicht mit deinem Kartoffel-Aim. Junge, ich komme. Ich komme. Kannst du aber, kannst du Gift draufnehmen. Ich komme mit der Mastiff. Und ich baller dir so den Anus weg. Oh Gott. Jetzt habe ich aber dick gefressen. Und ich bin wieder weg. Alter, die ist so low, die Valkyrie. Valkyrie ist One-Shot. Ah, das war schwach. Ich hol die von hinten, komm. Ich mache richtig Sneaky-Peaky. Richtig Sneaky-Peaky von hinten. Ich brauche echt Energy-Ammo. Alter, der hat mich gescannt. Das ist ja eine Kackbacke, ey. Das ist ja eine Kackbacke. Dann doch von vorne. Hinten schon mal den Weg abschneiden, dann müssen die ins Haus eigentlich. In der Theorie. Zwei Squads nur noch. Okay. Ich mache echt gar nichts. Ich habe richtig gute Mates. Ich habe richtig gute Mates. Jetzt habe ich fast alles Gold, wirklich, ne? Ah, warte, ich habe das Gold im Lockdown eben schon aufgebaut. Was? Warum sehe ich ihn nicht? Warum sehe ich ihn? Ach, Mann! Ist doch nicht normal. Lass mich doch mal heilen. Das sind die letzten Squads. Ich will den Win. Erster Win der Season. Erster Win des Tages. Das lobe ich mir. Aber die Energy geht leer. Dann muss ich echt Mastiff hustlen, ne? Ich bin der Mastiff hustler. Hier kommt der Mastiff hustler. Ich treffe den sogar von hier. Alter, mir geht die Energy aus. Gönn doch mal jetzt jemand Energy. Alter. Irgendjemand muss doch Energy spielen in diesem Game. Ich höre doch da einen Octane flitzen. Uff. Na, ich hab nichts mehr für Range, das ist kacke. Spielst du heute nur Battle Royale? Nein, Kapsocke, ich spiel heute auch natürlich Arena-Modus. Ich will ja alles mal antesten, ne? Yo, das war's mit der Energy. Alter, ich will auch mit deiner Ultima mitfliegen, Junge. Ich gehe jetzt pushen mit der Mastiff, Alter, was soll der Dress? Nein! One-Shot, One-Shot, One-Shot!
I can self-revive. Just push. Oh mein Gott, Alter. Der zweite Self-Revive in diesem Game. Ich hoffe, der findet mich hier nicht. Der hat mich nicht gesehen, ne? Der ist einfach an mir vorbeigelaufen. Junge, was ein Glück. Ich will das Spiel gewinnen. Oh mein Gott, bin ich fucking lucky heute. Bin ich fucking lucky heute. Oh Gott. Hat der Energy für mich? Da! Alter! Triff die Mastiff heute nochmal! Es ist doch nicht normal! Er schießt mit seinem scheiß Bogen! Es ist doch ein Witz, oder? Es ist doch ein Witz. Wie kann man denn so viel daneben schießen? Ich brauche Energy. Ah, er nimmt auch die ganze andere Ammo. Ja gut, dann muss ich Mastiff finish machen. Oh Gott, der Ring kommt. Okay, let's go. Drei Schuss noch. Ist die Energy? Alter, der Ring wird wehtun, ja? Der wird wehtun. Ich weiß nicht, was mein Team macht, aber ich laufe. Er stirbt im Ring wie so ein Trottel, Alter. Hat er da echt gelootet und stirbt jetzt im Ring? Ist das eine Schweinebacke? Ist das eine blöde Schweinebacke, der Typ? Komm, ich habe eh keine Ammo, dann spiele ich Peacekeeper und... Alter, mach das Optik weg! Schmutz. Dass der echt noch verreckt. Das macht mich richtig sauer. Tschüss. Mach es gut, Jung. Bis übermorgen. San Francisco. Der Doppel-Shotgun, Mann. Guck, was er mit der Shotgun kann. Ich hab keinen Bock, dass er sich wieder aufhebt. Das muss ein Win werden. Aber wo fliegt unser Mate denn jetzt hin? Ach, der fliegt schon wieder. Wie kann ich denn jetzt mitfliegen? Ah, das ist ein Gegner! Oh mein Gott! Mastiff, Mann! Let's go! Oh! Ich wollte mit dem Typen mitfliegen! Egal, Shotgun regelt man! Mastiff Season 9, immer noch großartig! Man muss es nur treffen! Wer trifft, der gewinnt! So einfach ist das! So einfach ist das, Freunde! Gute Warm-up-Runde mal wieder! Erster Win der Season, erste Runde quasi. Gestern die Runde zählt ja nicht. Ich kam einmal kurz rein, um den Bogen zu testen. Schaden geht, klar. Kann man nicht meckern. Ärgert mich, dass er gestorben ist, aber alles mit der Shotgun geregelt. Nice.